Jetzt aber. So, starten wir doch nochmal. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen hier vor Ort und einen wunderschönen guten Morgen euch allen, die ihr mit uns verbunden seid an den verschiedenen Standorten Bamberg, Rosenheim und in Ingolstadt, wo heute eine Watchparty stattfindet. Wir grüßen euch. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr heute hier seid und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Das ist ein Privileg, das dürfen wir immer nicht vergessen. Und es ist super gut, dass wir als Brüdern und Schwestern heute zusammenkommen können. Wer mich nicht kennt, ist schon gesagt worden, ich bin Andreas Rödel, ich bin Pastor hier im Jesuszentrum für den Standort Bamberg. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam heute einen nächsten Schritt gehen dürfen, wenn es heißt Jahreszeiten des Glaubens, dass wir uns anschauen können, wo stehe ich denn vielleicht? Wo möchte ich vielleicht wieder hin? Und vielleicht, wenn du letzte Woche nicht da warst, hast du was Wunderbares verpasst. Die Marie hat uns exzellent, echt herausragend erfrischt und hineingenommen in dieses wunderbare Thema, Frühlingsgefühle geweckt und so richtig. Also wer nach letzter Woche keine Lust hatte, wieder richtig durchzustarten, nochmal auf Repeat drücken, nochmal anschauen und immer wieder anschauen, wenn irgendwie so ein bisschen Depression aufkommt. Richtig gut. Vielen Dank, Marie, an der Stelle. Und heute wollen wir weitergehen. Wir wollen uns die nächste Jahreszeit angucken, den Sommer. Und vielleicht geht es dir wie mir ganz am Anfang, als ich über diese Serie nachgedacht habe. Ich habe so gedacht, okay, Jahreszeiten des Glaubens. Von 0 bis 20 bin ich im Frühling. Dann kommt der Sommer, dann kommt irgendwann der Herbst und dann kurz vorm Abnibbeln der Winter. Und dann habe ich mir aber so überlegt, es kann ja irgendwie nicht sein. Was machen die, die erst mit 30 oder so zum Glauben kommen? Die haben ja den Frühling verpasst. Nein, du kannst immer wieder einsteigen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass es nicht in abgehackten Phasen verläuft, sondern dass es fließend ist. Glaube ist immer fließend. Und du kannst vielleicht nicht reinfühlen und du weißt es vielleicht auch, hast es auch schon erlebt. Gestern war noch Frühling und heute ist Winter. Das ist nicht nur im April draußen so, das kann auch in unserer Gefühlswelt sein. Meine Frau kennt das von mir sehr, sehr gut. Bei mir kann manchmal von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, kann manchmal nur ein einziges Gegentor gegen den Club dazwischen liegen. Aber so ist es halt im Leben eines Nürnberg-Fans. Zurzeit läuft es ja eigentlich ganz gut. Grüße an Fürth. Und an Werder Bremen. Aber wichtig ist doch, dass wir uns vor Augen führen, dass diese Jahreszeiten, so wie sie im echten Leben auch immer wieder kommen, auch im Glauben immer wieder kommen. Wir haben immer wieder Phasen, in denen es uns richtig gut geht, in denen wir gehypt sind, in denen wir richtig neue Energie haben. Vielleicht warst du auf einer großen Konferenz, vielleicht hatte jemand einen Eindruck, der dich irgendwie voll ermutigt hat, jemand hat für dich gebetet oder vielleicht ist irgendeine Gebetserhörung eingetreten. Dann bist du so richtig on fire. Vielleicht bist du aber auch in einer Phase, in der du seit Jahren für ein und dieselbe Sache betest und du hast gefühlt nur Regenwetter. Also es ist einfach nicht das, was du dir erhoffst und wünschst. Oder aber vielleicht bist du gerade irgendwo dazwischen, vielleicht im Sommer. Und heute das Thema heißt, hier haben wir es, voll im Saft. Und voll im Saft ist nicht irgendwie das Motto von irgendeiner Abschlussfahrt nach Mallorca oder so. Nein, voll im Saft will was anderes ausdrücken. Aber was bedeutet das? Das wollen wir uns heute so ein bisschen näher anschauen. Wie kann ich wieder voll im Saft sein im Glauben? Wie kann ich, wenn ich gerade im Sommer voll im Saft bin, wirklich im Saft bleiben? Es gibt ein wunderbares Gleichnis in der Bibel, wo wir später drauf kommen, das genau diese Frage beantwortet. Aber vorher wollen wir uns doch mal kurz ein paar sommerliche Gedanken machen. Ich habe jetzt keine wunderbare, einspielbare Musik wie die Marie, aber ich wollte euch auch nicht manipulieren. Ich wollte euren Sommer fühlen. Also hör mal in dich rein. Denk mal an den letzten Sommer. Nee, denk lieber an zwei Sommer vor, weil da war ja Corona, deswegen. Denk mal an den letzten schönen Sommer, den du erlebt hast. Vielleicht warme Sonnenstrahlen auf der Haut. Sonne im Gesicht, ein Meeresrauschen im Hintergrund, vielleicht auch was ganz anderes. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, die euch vielleicht helfen können, wenn es euch schwerfällt, euch das vorzustellen.
Das ist jetzt so der perfekte Sommer meiner Frau. Berge sind da nicht zu sehen. Meer, Palmen, ein schöner Bus, blauer Himmel, tutti gut, alles bestens. Und so im Sommer kommen verschiedene Gefühle auf. Vielleicht bist du eher der Sommertyp. Das bin ich. Berge und blauer Himmel ist meine Kombination. Und im Sommer kommen ganz verschiedene Sachen auf, die du dir bewusst werden kannst. Du hast im Sommer vielleicht schon einiges erreicht. Ne? Der Sommer steht so ein bisschen für die, die jetzt nicht mehr nur im Frühling unterwegs sind, sondern du hast vielleicht deine Berufsausbildung, dein Studium gemacht. Vielleicht hast du schon eine Familie gegründet, geheiratet. Vielleicht so erste Steps im Glauben gemacht, bist du eigentlich relativ bekannt, kennst die Evangelien, hast Verschiedenes mit Jesus schon erlebt. Und im Sommer ist dann immer so ein bisschen die Phase, in welche Richtung geht's? Ja, ich kann den Sommer voll genießen bei solchem Wetter. Ja, ist ja egal, ob jetzt du eher der Typ bist oder eher der. Und es kann alles super toll sein, aber es kann auch solche Sommer geben. Dürre. Last. Alles wird schwer. Man hat noch irgendwie Sehnsucht nach Wachstum und ist vielleicht durstig, aber man sieht, dass es vielleicht auch schon ein bisschen anfängt zu trocknen. Wie schaut dein Sommer aus? Auch das kann Sommer sein. Und das Wichtige ist doch aber, wie kriege ich vielleicht wieder diesen Sommer hin, nachdem ich mich sehne? Und das wollen wir uns heute anschauen in einem wunderbaren Gleichnis, das ich uns mitgebracht habe, das Gleichnis vom wahren Weinstock. Ich glaube, die meisten von uns kennen das, die schon mal sich ein bisschen mit der Bibel auseinandergesetzt haben. Und trotzdem ist es ein super interessantes Gleichnis, weil so viel drinsteckt, dass wir wahrscheinlich eine komplette Serie allein damit füllen können. Ich hoffe, dass wir relativ zügig da durchkommen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir uns das mal vor Augen führen. Dieses Gleichnis erzählt Jesus im Johannesevangelium, finden wir das. Es ist das letzte dieser berühmten Ich-Bin-Worte Jesu und es ist in den Abschiedsreden Jesu zu finden. Das heißt, es ist an dem Punkt, wo Jesus eigentlich schon relativ am Ende seines Wirkens war und jetzt kommt nur noch der Höhepunkt, eigentlich diese ganze Passionsgeschichte. Jesus war gerade nochmal mit den Jüngern unterwegs, hat einiges ihnen auch erzählt und dann sind sie, man weiß es nicht genau, aber vielleicht kann man sich das so vorstellen, zu Fuß unterwegs und kommen vielleicht an diesem Weingarten vorbei und Jesus fängt an, mit ihnen zu reden und sie zu lehren. Und da lesen wir Folgendes, ich lese es euch mal vor. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ein wunderbares Gleichnis. Schon ganz oft gehört, aber da steckt so eine Menge drin. Und deswegen wollen wir mal uns Stück für Stück vortasten, um so ein Gespür dafür zu kriegen. Bin ich gerade in meinem Sommer und wie kann ich meinen Sommer vielleicht upgraden? Wie kann ich vielleicht auch so ein bisschen mich wieder fokussieren? All das sollen wir machen, weil die größte Gefahr im Sommer ist, dass wir Jesus vergessen, weil wir denken, es war unser Werk, was wir bisher erreicht haben. Und die andere Gefahr ist, dass wir Gott diese Dürrezeit vorschieben, dass wir sagen, hey, warum ist gerade Dürre in meinem Leben? Und deswegen wollen wir reingucken, was Jesus mit diesem Gleichnis uns erzählt. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater
ist der Weingärtner. Dieses Ich Bin gleich am Anfang ist eine der bekanntesten Offenbarungsformeln von Gott. Gott sagt es gleich ganz am Anfang bei Mose, wenn Mose am brennenden Dornenbusch steht und sagt, wer bist du? Wie ist dein Name? Dann sagt Gott, ich bin, der ich bin. Und Jesus greift es auf. Dadurch werden wir erkennen oder dadurch können wir erkennen, dass Jesus wirklich ganz Gott ist. Dass er nicht nur irgendein Dahergelaufener ist, sondern Jesus sagt, ich bin. In dem Fall der wahre Weinstock. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt 7 Ich-Bin-Worte. Alle offenbaren ganz viele Aspekte von Gott. Alle offenbaren ganz viele Aspekte auch von Jesus. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass, was wir hier lesen, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Das ist eine Beziehung. Der Sohn mit dem Vater. Der Weingärtner will, dass es dem Weinstock gut geht und er sorgt für ihn. Und es ist super spannend, werden wir im weiteren Verlauf noch sehen. Warum aber diese komische, kryptische Aussage, der wahre Weinstock? Was ist der wahre Weinstock? Ich meine, da könnte auch einfach stehen, ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Würde für uns wahrscheinlich nicht viel an der Situation ändern. Da hilft ein Blick ins Alte Testament. Verschiedene Stellen, ich habe euch mal eine beispielsweise mitgebracht aus Psalm 80, Verse 9 bis 15, da heißt es, du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Du hast vor ihm Raum gemacht und hast ihn lassen einwurzeln, dass er das Land erfüllt hat. Berge sind mit seinem Schatten bedeckt und mit seinen Reben die Zedern Gottes. Du hast seine Ranken ausgebreitet bis an das Meer und seine Zweige bis an den Strom. Warum hast du denn seine Mauern zerbrochen, dass jeder seine Früchte abreißt, der vorübergeht? Es haben ihn zerwühlt, die wilden Säue und die Tiere des Feldes haben ihn abgeweidet. Gott Zebaoth, wende dich doch, schau vom Himmel und sieh, nimm dich dieses Weinstocks an. Erstmal nochmal ganz verrückt, was ist das jetzt? Ich will es euch sagen, in der Geschichte oder in dem Psalm an der Stelle geht es um das Volk Israel. Ja, man kann es relativ erahnen an dem Weinstock, der aus Ägypten herausgeholt worden ist. Und dieser Klagepsalm wird zu Gott gebetet von den Israeliten, vom Volk, weil sie merken, okay, wir haben uns irgendwie von Gott abgewendet und sie wollen, dass Gott sich ihnen wieder zuwendet. Und da wird zum Beispiel an dieser Stelle deutlich, warum jetzt Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Der alte Bund konnte nicht mehr hergestellt werden, es musste ein neuer Bund kommen. Gott sendet Jesus und Jesus tritt genau in dieses Bild ein und sagt, okay, das Volk Israel, das erwählte Volk von Gott, war dieser Weinstock, hat aber sich immer wieder von Gott abgetrennt. Also muss eine neue Verbindung herkommen und ich bin diese Verbindung. Ich bin dieser Weg zum Vater. Das lesen wir auch. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In dem Fall sagt er das ein bisschen kryptischer, indem er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Das sehen wir auch zum Beispiel in Jesaja 5, 1, 7, können wir alles nachrichten. Jesus ist gekommen, um diesen Bund, diesen neuen Bund wieder zu errichten. Und wir gehen weiter. Wir lesen, er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt. Und wir können uns an der Stelle verschiedene Sachen fragen. Wirklich jede? Jeder, der schon mal selber irgendwie so hobbygärtnermäßig unterwegs war, merkt, dass das eine Zeit lang Spaß macht und dann irgendwann tun einem die Knie weh, wenn man da hantiert. Tut er wirklich jede Frucht oder übersieht er mal was? Schneidet er wirklich alles ab? Was überhaupt bedeutet Frucht? Ich habe uns mal eine Übersicht mitgebracht. Du kannst sie finden in Galater 5, 22, die Frucht des Geistes. Das ist natürlich wieder ein Bild. Ne? Der Weinstock bringt Frucht in diese Reben und die Frucht, die wir hervorbringen können als gläubige Menschen, als Christen, die finden wir hier in dieser Auflistung. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das sind die Früchte des Geistes, die Gott sich auch wünscht, nach denen wir uns auch streben sollen. Das sind Charakterzüge, nach denen wir streben sollen, für die wir einsetzen sollen uns. Aber eine Warnung gibt es auch, wenn wir an derselben Stelle ein bisschen weiter gucken, finden wir die Werke des Fleisches. Das passiert ganz, ganz oft, wenn wir zu wenig in der Verbindung mit Gott sind.
Dann kommen so Dinge wie Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Zorn, Zwietracht, Zank, Spaltungen, Neid, Eifersucht, Saufen und Fressen. Und es soll jetzt keine Moralpredigt werden, aber wir finden uns in all diesen Dingen wieder. Jeder hat so seine Lieblingssünde, mit der er immer wieder zu kämpfen hat. Nicht, weil man die so gerne hat, sondern weil die immer wieder an einem dranhängt. Wir aber sollen uns nach den Früchten des Geistes streben. Und die Frage ist doch, wie kann das passieren? An einer anderen Stelle, wo es auch nochmal um Gaben und Früchte des Geistes geht, lesen wir Folgendes. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Die Liebe. Wir werden später nochmal drauf zurückkommen, was es mit dieser Liebe auf sich hat. Die Liebe ist die größte unter diesen ganzen Gaben, unter diesen Früchten, die wir haben können. Nun aber zurück zu unserem wunderbaren Weinstock. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Kennt ihr das? Ihr seid mit Jesus unterwegs und irgendwie läuft es nicht. Vielleicht bist du gerade aus dem Frühling rübergekommen und hast gedacht, Mensch, alles cool, alles easy, alles locker. Und auf einmal ist es gar nicht so einfach. Der Irrtum, den wir oft irgendwie haben, ist, wenn wir mit Jesus leben, ist alles locker, easy, leicht. Aber was wir außer Acht lassen, ist genau das, was Jesus da sagt. Gott beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Früchte bringen. Es ist Zeit, dass wir da einen Perspektivwechsel hinbekommen, dass wir es verstehen, dass es in anstrengenden Zeiten vielleicht, wenn wir uns an die Bilder von vorhin erinnern, in Dürrezeiten, wenn der Sommer mal richtig heiß wird und unerträglich, oder das dann in unserem Glaubensleben sich auch widerspiegelt, indem vielleicht mal der Sommer zwar irgendwie schon gut im Glauben, aber irgendwie auch anstrengend, dann bedeutet es vielleicht einfach, dass Gott uns auf was Neues vorbereitet. Wenn es hier und da mal zwickt und zwackt, dann schneidet er vielleicht gerade wieder was ab, was uns dann aber erleichtert. Warum macht ein Weingärtner sowas? Warum schneidet man einen Weinstrauch zurück? Die Hobbygärtner unter euch wissen das vielleicht, damit er mehr Frucht bringen kann. Ja? Steht ja auch hier. Aber es ist tatsächlich beim Wein noch mal viel, viel wichtiger. Weinbauern lassen den heranwachsen und schneiden den dann wirklich komplett runter nach einem Jahr, dass vielleicht noch so zwei Augen, sagt man in der Weingärtnerei, bestehen bleiben. Und die sollen dann richtig prosper wachsen. Eben wie es hier steht, noch mehr Frucht bringen. Und das ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir im Sommer unterwegs sind und uns eigentlich vielleicht gerade nach unserem persönlichen Hawaii, unserer Insel mit wunderbaren Sandstrand, Cocktails und allem, was ebenso zu so einem Sommer dazugehört, sehnen, dass wir dann das trotzdem auch vor Augen haben. Es kann auch mal im Sommer zwicken. Aber dann ist es nur, weil Gott was an uns abzwickt, was vielleicht eher störend ist und was uns dann in der Rückschau irgendwann bewusst wird, dass es uns zu viel mehr Wachstum verholfen hat. Wir gehen weiter. Ihr seid doch schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Da geht es ganz, ganz einfach darum, dass wir das nicht als ein Sakrament irgendwie sehen sollen, dass es da nicht darum geht, dass wir irgendwas äußerlich abschneiden müssen an uns, sondern dass durch die Botschaft, durch das Wort allein wir schon beschnitten sind. Dass diese Reinigung immer wieder notwendig ist, das wird dadurch deutlich, aber dass dies immer wieder durch das Wort geschieht. Und daran merken wir, wie wichtig es ist, dass wir an diesem Wort auch dranbleiben. Und dann sagt Jesus genau diese Worte: Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Das ist der Wahnsinn. Ich finde das absolut cool. Diese Zusage: Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Das steht. Das ist nicht, wenn ihr in mir bleibt, dann könnte es passieren, dass ich in euch bleibe. Ich werde in euch bleiben. Was heißt das jetzt für uns? In Gott bleiben. Heißt es, ich bleibe regelmäßig im Gottesdienst und das reicht? Oder wie könnte das ausschauen? Da geht es ganz, ganz viel um deine persönliche Beziehung. Beten, Bibel lesen, in Gottes Wort, lesen wir im Vers davor. Dranbleiben an ihm.
Warum? Eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Wenn wir uns von Gott entfernen, wenn wir von diesem Weinstock weg sind, dann werden wir nicht mehr versorgt. Dann ist es einfach, dann fehlt uns diese Grundversorgung und wir können keine Frucht hervorbringen. Man kann das abschneiden und das Ding wird einfach kaputt gehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Gemeinschaft mit anderen Christen aussuchen, dass wir in Gemeinschaft Gott begegnen, dass wir an diesem Weinstock dran sind, weil wir uns gegenseitig befruchten können, weil wir dadurch auch uns motivieren können, diesen Sommer gemeinsam zu genießen, dran zu bleiben an Gott und gemeinsam Frucht hervorzubringen. Und dann geht's weiter. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Da wiederholt Jesus genau das, was er im ersten Vers eigentlich auch schon sagt. Ich bin der wahre Weinstock. Aber hier verdeutlicht er es nochmal. Er bricht es nochmal runter. In dem Moment spricht er direkt zu den Jüngern und in dem Moment spricht er auch zu uns. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Diese Reben hängen nicht direkt am Stamm dran, sondern diese Früchte hängen an den Reben, an diesen Ästchen. Und da geht es ganz, ganz viel darum, dass wir an diesem Jesus dranbleiben müssen. Getrennt von ihm können wir nichts tun. Das ist genau diese Gefahr, der wir manchmal im Sommer auflaufen. Dass wir sagen, oh, ich habe das Ruder selber in der Hand, ich schaue zurück und denke mir, oh, habe ganz viel erreicht, super, bin ein toller Mensch. Aber in Wahrheit vergesse ich vielleicht da dabei, aus dem Blick oder verliere ich da aus dem Blick, dass es doch Jesu Gnade ist, dass es uns so gut geht, dass wir das erreicht haben. Also an Jesus dranbleiben. Wenn wir das nicht tun, wenn ich an mir dranbleibe, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe. Verdorrt wie solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Jetzt werdet ihr nicht weggeworfen, wenn ihr nicht mehr zur Gemeinde kommt oder wenn euer Glaubensleben vielleicht langsam und sicher still wird. Aber diese Verse machen so deutlich, wie wichtig es ist, an Jesus dran zu bleiben. Ohne ihn können wir nichts tun. Wenn wir nicht an ihn bleiben, werden wir fortgeworfen, wie nutzlose Reben, werden verdorben und verbrannt. Aber so ist ja nicht das Ziel von Jesus. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Jesus möchte, dass wir mit ihm verbunden bleiben, dass wir in ihm bleiben, dass wir an diesem Weinstock dranbleiben, dass eben neue Frucht entsteht. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, dann können wir um alles bitten, was wir wollen, und es wird uns gewährt werden. Ist das jetzt so eine Wunschautomatliste? Ich hätte gern das, ich hätte gern jenes, ich hätte gern ein schickes Auto, ich hätte gern eine Playstation. Nein, die Reben wissen, um was es geht, weil sie an Gott dranbleiben und in seinem Wort verstehen, um was es geht. Es geht darum, immer so zu denken und auch so zu beten, wie Gott oder wie Jesus es gemacht hat. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Diese Verbundenheit lehrt uns, dass es nicht darum geht, auf meine eigenen Bedürfnisse in erster Linie zu gucken, sondern auf das, was das Reich Gottes möchte. Auf das, was Jesus möchte für mein Leben. Wir können ihn um alles bitten und er wird es uns gewähren, wenn wir es unter seinen Willen stellen, wenn wir es ihm unterwerfen. Und es geht nicht darum, dass wir groß werden, das sehen wir dann auch, sondern es geht darum, dass der Vater verherrlicht wird. Die Frucht, die aufgeht, ist nicht in erster Linie unsere Frucht. Ja, wir dürfen daran teilhaben, wir dürfen daran wunderbar uns erfreuen, wenn wir selber im Glauben Fortschritte machen, wenn wir andere Menschen im Glauben mitreißen, wenn wir sie zu Jesus führen und dann vielleicht mit ihnen auch eine Beziehung haben, wo wir in der Kleingruppe gemeinsam unterwegs sind und gemeinsam wachsen, wo wir, ja, wie es so am Anfang so schön heißt, voll im Saft sind. Das ist gut, das ist wunderbar. Aber es geht nicht darum, um uns, sondern es geht darum, dass der Vater durch die Frucht verherrlicht wird, weil er ist ja der Weingärtner. Er ist der Weingärtner, der diesen Weinstock gepflanzt hat. Und ich finde es spannend, dass an der Stelle steht, meine Jünger werdet. Waren das nicht schon Jesu Jünger? Waren die nicht schon irgendwie mit ihm unterwegs? Ja, aber es ist ein stetiger Prozess, immer wieder dran zu bleiben, drin zu bleiben in diesem Jüngersein, Jünger bleiben und diese Frucht immer wieder aufs Neue hervorzubringen. Das lässt uns daran erinnern, dass es eben immer wieder auch so einen Wechsel der Jahreszeiten gibt. Und dann geht Jesus ein Stück weiter und ich lese euch wieder eine kleine Stelle vor. Ich habe euch genauso geliebt wie der Vater, der mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe.
Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich in meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht meine Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Wahre Frucht kommt da auf, wo wir an Gott dranbleiben. Jesus hat uns zuerst geliebt und deswegen dürfen wir ihn zurücklieben. Und deswegen werden wir von Jesus aber auch beauftragt, einander zu lieben. Bleibt in meiner Liebe. Wir haben vorhin genau diese Stelle gehabt. Ups. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, aber die Liebe ist die größte. Jesus möchte genau das, dass wir in seiner Liebe bleiben, dass wir nicht vergessen, wer hat uns alles ermöglicht? Wer hat uns hierher gebracht? Wer hat uns diesen wunderbaren Sommer ermöglicht? Wer hat uns hierher gebracht? Und wenn der Sommer nicht wunderbar ist, dann hat trotzdem Gott uns bis hierher gebracht und er wird uns auch aus dieser Zeit wieder rausführen. Und das Schöne ist, dass wir aber ja in diesen Versen lesen dürfen, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Und dann verdeutlicht er das nochmal, ja, eure Freude soll vollkommen sein. Jesus will, dass wir Sommer haben. Jesus will, dass wir diesen wunderbaren Sommer haben. Jesus will, dass wir genau so uns fühlen, dass es uns gut geht, dass wir Freude haben. Zurzeit läuft immer dieser wunderbare Song hier am Ende. Alles tanzt. Freude. Ein wunderbarer Song. Genau diese Stimmung wünsche ich mir, dass in unserem Herzen einkehrt. Dass Freude in uns aufgeht und zwar, weil wir in seiner Liebe bleiben. Nicht, weil wir auf das schauen, was wir können oder was wir erreicht haben, sondern weil wir an ihm dranbleiben. Weil wir von ihm nicht mehr nur als Diener angesehen werden, sondern als seine Freunde. Jesus sagt zu uns, wir sind seine Freunde, wenn wir an ihm dranbleiben. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Jesus hat sein Leben für uns hingegeben. Er möchte unser Freund sein. Und er hat ganz klar gemacht, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Ich finde es Wahnsinn, die Bestand hat. Er hätte auch einfach nur sagen können, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen. Aber er sagt, Frucht zu tragen, die Bestand hat. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Frucht, die Bestand hat, gewährt auch mal durch etwas dürrere Sommerzeiten. Frucht, die Bestand hat, hilft einander, sich auch in dieser Liebe zu begegnen, hilft denen, die vielleicht gerade eine schwerere Phase durchmachen, mitzutragen. Und deswegen ist es so eine wichtige Aufgabe von diesen Sommerleuten, diese Sommerfreude auch auszustrahlen, diese Sommerfreude mitzutragen, andere wieder damit anzustecken, zu sagen, hey, Jesus ist da. Jesus selber ist die Sonne, Jesus selber ist dieses Licht, Jesus ist diese Freude, ich möchte die mit dir teilen. Ich möchte, dass wir das immer wieder mehr vor Augen haben, einander zu lieben. Wir verfallen immer wieder in diese anderen Werke des Fleisches, wo es um Zorn, Zank und so weiter geht. Aber Jesus hat uns berufen, Frucht zu bringen, Frucht zu tragen, die Bestand hat. Wir können uns gegenseitig dazu ermutigen. Und wie? Indem wir dranbleiben. Dranbleiben an Jesus und wachsen. Dranbleiben an diesem Weinstock und wachsen. Nur wenn wir an diesem Weinstock dran sind, wir die Reben, wie Jesus uns das so wunderbar sagt, können wir Frucht bringen. Nur wenn wir an diesem Jesus dranbleiben, können wir wachsen und sind auch wieder für die anderen Jahreszeiten gewappnet. Wir können im Sommer wirklich wunderbar das genießen. Wir können an Gott dranbleiben und wachsen und dann Frucht bringen. Dranbleiben, wachsen und Frucht bringen. Und genau das möchte ich uns heute auch mitgeben, dass wir an Jesus dranbleiben und wachsen. Und ich habe es bewusst so formuliert, ich will an Jesus dranbleiben und wachsen. Das soll kein so fremdes, bleib dran an Jesus und wachse sein, sondern ich möchte, dass wir das uns heute persönlich vornehmen. Ganz egal, ob wir
gerade leicht tun, uns damit dran zu bleiben, oder ob es vielleicht gerade schwer fällt. Ich möchte uns ermutigen, immer, egal ob toller Sommer oder ob blöder Sommer, immer an Jesus dranbleiben. Und wenn Menschen in deiner Umgebung das vielleicht gerade nicht können, dann bleib für sie mit dran. Du hast vielleicht gerade die Power, die sie nicht haben. Wenn sie das Gebet vielleicht gerade nicht finden, wenn sie die Worte nicht finden, du vielleicht schon. Und bleib dran. Ermutiget euch echt wirklich auch gegenseitig. Bleibt dran und wachst. Nur wenn wir an diesem Weinstock dranbleiben, können wir wachsen. Und wir können immer mehr in dieses Bild werden, in das Jesus uns sieht, in dem Jesus uns sieht. Jesus hat uns berufen in seine Nachfolge. Und wenn wir an ihm dranbleiben, dann können wir immer mehr zu diesem Bild kommen, in dieses Bild werden und wachsen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Weinstock bist und dass du uns kleine Reben siehst und dass du uns hilfst, im Saft zu bleiben, voll im Saft zu bleiben. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns ein Vorbild bist in all dem, was die Frucht des Geistes ist, wie wir Frucht bringen können. Jesus, ich möchte dich einladen, dass du uns auch immer wieder darauf hinweist, wo wir zu sehr selber die Kontrolle übernehmen, wo wir uns von dir fortbewegen, wo wir Gefahr laufen, ja, wie eine verdorrte Rebe zu werden. Erfrisch du uns immer wieder. Lass uns diesen Sommer wirklich genießen. Lass uns an dir dranbleiben. Und wir wollen wachsen. Wir wollen wirklich diese Bereitschaft dir signalisieren. Lass uns wachsen. Jesus, ich danke dir für alles, was wir in unserem Leben immer wieder sehen und erleben dürfen. Für alles, was du uns schenkst. Und wir wollen uns bewusst sein, dass das allein dir zufällt, weil es von dir kommt. Du gibst und du nimmst. Und in allen Zeiten sei dein Name gepriesen, Gott. Du bist der Weinstock und wir sind die Reben. Ohne dich können wir nichts tun. Und alles andere, was uns sonst auf dem Herzen liegt, was uns ja auf der Seele liegt, wollen wir in das Gebet legen, das du uns gelehrt hast.